Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier auf dem Marsch, dabei Sascha der edle Herr. Hallo. Ja, wir machen jetzt Heu auf den eigenen Feldern und ein paar Missionen nebenbei. Denn wir brauchen Bares, und Bares ist Wahres, ne? Yep. Ich sehe gerade, wir kriegen gerade Geld. Oh, verkaufst du gerade was? Ja, Tomaten und so, das ganze Zeug. Kohle. Ich liebe das die Scheine, was knistert in den Händen. Ja, jetzt gezettert und gleich nachher geht los auf Schwattling und dann hole ich mir erstmal die Ballenpresse. Und dann machen wir Heuballen für die Kühe. Ja, unsere Heu sind hier alle. Fast alle. Und nebenan auf der anderen Wiese. Ja, Kurzfleck kennt da nichts, die fährt halt über. Nebenan. Ja, mitfahren können, ne? Nebenan ist er gerade bei und mäht, der nächste. Wir werden unsere Wiesen fertig machen. Ich glaube, Wiese Nummer 19, da werden wir auch Heu machen, denke ich mal. Weil wir haben ja noch Silage im Lager und dann machen wir eine Silage aus Mais nachher. Aus Mais können wir ja kein Heu machen, ne? Ist richtig, ja. Oh, die Pick hätte Spuren gefangen, der Bursche. Na egal, muss ich noch arbeiten. Ja, hier soll Mais rein und nebenan und vorne auf der. Ist die 19 jetzt? Ich bin nicht mehr 19, ne? Ich kann immer durcheinander. Die 12. Da hast du ja Sorghum hier, so, ne? Yep. Jo. Bevor ich wieder vergesse. Ich werde schon langsam alt. Ich gehe stramm auf die 60 zu. Ich auch. Nur noch 60 Jahre. Quatsch. 8 Jahre. Oh. Die Zeit vergeht so schnell nachher. Ja. Danach ist die Scheiße. Ja. Hier ist noch ein Maisfeld. Feld 62. Ach, der zählt heute. Ja. Den müssen wir nur sparen, ne? So. Ich muss ja auftreten. Guck gleich mal nach. Bei den habe ich jetzt auf Bahn fertig und dann geht das nachher los. Zack, zack. Sobald. Ja. Wer mit Schwarten fertig ist, kann ich mit Wänden fertig ist, kann ich nie anfangen mit Schwarten. Dauert ja noch ein bisschen. Du machst das gleich als Mission, ne? Schön LKW haben wir auch, ne? Ja. Sorge, wenn er mehr arbeiten muss, ne? Hat er nicht so quält, der Bursche. Egal. So, jetzt habe ich mir Arbeit los gemacht, alle Fahrzeuge fahren. Also perfekt, ne? Oh, Arbeit beendet, wer ist fertig? Dünger, was haben wir drin? Schicken wir zum Bahnhof. Nachkaufen. Jo, Bahnhof. Schicken wir. So, dann ist der andere auch bald fertig, denke ich mal. Der ist auch fertig. Der ist aber auch fast leer. Den schicken wir auch zum Bahnhof. Bahnhof können wir nämlich nachkaufen. Ja, Einkauf geht auch. So, dann können wir abrechnen. Oh, 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 Kohle. Mein Konto. Hast du auch schon Konto? Mhm, ich hab's Konto, ja. Oh. Dünges 50 ist abgeschlossen. Spritzen ist aktiv, Düngen 66 ist nicht fertig geworden, 89%.
59 noch nicht angefangen. 66 nicht für dich. Bin ich unter 50. Mal gucken. Eine Karte, wo ich mich gerade befinde. Das wäre jetzt nicht so gut. Er hat gemeldet, es ist fertig und nicht fertig. Das geht nicht. Natürlich bin ich den auf der 50 ist fertig. Die 66 war nicht fertig. Wo ist die 66? Da, da bin ich gerade beim Traktor. Gut. Dann kann ich mal gucken, wo ich es noch nicht fertig gemacht habe. So, normal. Und dann gehen wir den Bereich. Wo nicht gedüngt wurde, also Wachstum. Aha, okay. Der weiß Bescheid. Ist der Kurs noch nicht gelöscht. Dünger war noch genug da. Ich dachte, er wäre schon fertig hier, 66. Ja. Nee. Nur gedacht. Das sind übrigens Sonnenblumen, ne? Ja, schön. Hast du schon Sonnenblumen gekauft? Nö. Sonnenblumenöl? Nö, auch nicht. Das wird knapp. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht. Sonnenblumenöl wird knapp. Glaube ich, ja. Und wird im Preis steigen. Kannst ein Bombengeschäft machen mit. Kaufe ja. Heute und verkauf teuer im Herbst. Aber ich glaube, in einigen Läden ist das die Menge rationiert. Dann kriegst du ja. Nur eine Flasche oder zwei. Was ich gelesen habe. Das war nämlich knapp, das Zeug. So, mal fleißig bei. Wir haben zu viel Strom. Das ist schlimm. Aber noch nicht ganz voll. Also wir kriegen noch weiter Produktion, aber wir garantiert noch etwas mehr brauchen an Strom her. Ja. Wenn mein Joystick dann nächste Woche kommt, dann kann ich mehr beladen werden. Ne? Mit der Maus ist blöd. Jo. Wir haben keinen freien Traktor mehr. Ne? Zwei fahren Dünger. Dann Schwatt muss ich gleich nachher. Und der Schwatt muss ja auch pressen, ne? Jawohl. Dann brauchen wir nicht programmieren. Beziehungsweise Programm kopieren. Das soll ich auch nicht überholen, das Problem. Ersten Wegpunkt. Ich kann schon mal starten. Wir müssen aufpassen. Das sind nur Heu, ne? Und kein Gras. Ja. Jetzt haben wir eine Silage.
Ich gerade ein Mikrofon putzen. Hm? Musst du ein Mikrofon putzen? Nee. Bin so gemacht. Das hört man. Nee, ich war mein Mikrofon nicht dran. Vielleicht war es eine Fliege. Dann war, ach so, eine Fliege. Oh, die große. Vielleicht, weiß nicht. Kennst du den Film Die Fliege? Nee. Ich glaube, ein Horrorfilm. Hm, wunderbar. Ja, dann kenne ich ihn sowieso nicht. Da ging es um die Teleportation vom einen Gerät zum anderen Gerät. Das hat ein Mann erfunden gehabt und hat sich selber von A nach B transportiert. Hat immer geklappt. Ohne Probleme. Bis einmal eine Fliege mit drin war. Dann haben sich beide vermischt. Mhm. In ein Organ. Da hat er sich nach und nach in einer Fliege verwandelt, in einer großen Fliege. Jo. 66 ist fertig. Ja, gut, das schafft er jetzt alleine hier. Nimm's. Baden ist schön. Deine Fahrzeuge sind nicht so da, wo sie sein sollen. Ich weiß, wir haben Stunden drum gekümmert. Das ist so festgestellt. LKW steht auch über Leitplanke oder so. Oder hast du ihn hier geparkt? Ich hab den da geparkt, den LKW. Ach so. Bist du überfordert mit deinen Missionen jetzt? Nö. Ja, einer muss ja Geld verdienen, ne? Ja. Ich gebe gerne. Der andere muss es ausgeben. Und ich geb's aus für Dünger, ne? Ja. Aber das kommt ja wieder an. So. Neue Mission. Düngen. Abgeschlossen. So. Wir müssen die Düngemission da mitnehmen, ne? 54. So, jetzt noch 1 Million Euro und wir haben die Zellstofffabrik. Theoretisch. Ja, würde ich jetzt. Müssen wir auch schauen, ob wir beliefern können, ne? Hm. Weiß ja nicht, wie dein Gerät funktioniert. Ne, haben wir keinen Hackschützel, das ist blöd. Oh. Das funktioniert super. Weil aktuell haben wir mit Heu genug zu tun, mit Heu und mit Beta-Bizilage. Oder mit der Aussaat mit Mais. Oder eine Maislegemaschine, da können wir die anderen Dings nehmen, ne? Oder aber gerne Überlader verwenden. Hm. Weil du musst so ziemlich oft nachher zum Beladen fahren, das ist dann auf Dauer entweder lästig oder ihr müsst Paletten kaufen mit so einem Kran, wo du die Dinger mit aufnehmen kannst, ne? Ja. So ein Traktor mit Vorrichtung. Dass du diese Big Bags ranhängen kannst und dann sagen, jetzt hier kannst du, mach dich leer, ne? Zum Beispiel. Damit es ein bisschen realistisch aussieht. Ne? Nicht, dass du wahrscheinlich einen starken Bauer nimmst. Ich doch nicht. Nein. Das kann man machen, wenn es mal schnell geht, aber wie gesagt, wir haben ja genug Zeit in Anführungszeichen. Denn die Bauern machen normalerweise alle mit Big Bags, weil sie keine. Schlechtweg sind teuer. Überladewagen ist eigentlich teuer. Weil da steht das ganze Jahr rum. Hm. Und wenn du mal weiß ich, wie lange die Aussaat machen, ich mal für 6 Wochen oder so, ja, dann ist halt ein Big Bag, den nimmst du dann und kippst rein, ne? Ja. Und
Traktor mit so einem Gewicht von mit Ding vorne dran. Das haben die allermeisten. Ja, oder so. Geht hier um Nutzung der Maschinen, die da praktisch mehrfach verwenden kannst. Ne? Mhm. Du machst aber schönes Heu. Hast halt schön Traktor bekommen, ne? Ja. Ja, für die Leistung ausreichend. Wie ganz laut. Ach, du bist hier vorne schon hergefahren, damit du nachher die Heuballen wegfahren kannst. Ja, klar. Ah. Da liegt der Pfeffer begraben. Der, der schwarze. Mhm. Der schwarze Pfeffer. Mhm. Naja, ich presse hier auch bald Rundballen und dann kann man ja später wohnen. Ist ja nicht gleich. Muss ja nicht gleich gemacht werden. Ich bin auch so lange nicht fertig. Ich bin gerade bei zwei Wiesen bei. Ja, alles gut. Oh, es ist gerade Regen. Du machst Heu, du arme Sau. Musst du nicht pausieren? Nee. Dann haben wir Glück, dass kein richtiges Season ist, ne? Da wird nämlich der Bursche das Gras weniger. Oh, bist du bei der 870 bei? Ja. Ich hab doch was ausgesehen. Ja, das muss ja auch noch wachsen und so. Irgendwann mal. Oh, das wird spätes Jahr. Die anderen Felder sind schon halb reif. Übertriebenermaßen. Mhm. Wahrscheinlich sind wir da zu lange. Drauf gewesen. Kann sein, ja. So, das war's. Irgendwo schon hin. Düngen 54, 59 muss ich dann bringen. Wir sind wieder unter einer halben Million. Das ist unmöglich. Eine Freiheit. 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 Unter einer halben Million auf dem Konto. Ich hab grad Mühe gekauft. Wir sehen gleich. Das ist eine Freiheit. Das geht so nicht. Wir sind jetzt arm Schlucker wieder. Die aktuellen Düngepreise sind die Bauern auch arm Schlucker. Ja. Weil sie am Ende nicht wissen, ob sie was ernten. Das ist das Problem. Wenn theoretisch ein Feld jetzt lange Zeit trocken bleiben würde, was zum Glück nicht der Fall ist, dann würden die, wenn ein Feld trocken ist, bei Dürre nichts ernten. Da kommt nur Staub herunter. Dann hast du ein Problem. So, schon wieder fertig hier. Der erste mit Heu. Ist eh so ein Ding, man spattet und hat gleich Heu, ne? Oder man zettert. Okay. Das würde reell 3 Tage dauern bei Trockenheit. Ja, sobald ich die Ballen gepresst habe und weggefahren habe, dann ja. Aber es dauert noch ein bisschen. Dann geht's zum Pflügen hier. Die sollen nicht Mais rein. Und schon, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Wir sagen nochmal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier auf dem Marsch. Mit verschiedenen Aufgaben. Heu für den Hof und später vorbereiten zum Pflügen. Und nebenbei noch ein paar Missionen machen. Düngen vor allen Dingen. Und ja, tschüss. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.